Heute möchte ich einmal einen Blick mit euch werfen auf die Grundlagen der Informationsarchitektur. Wozu braucht man das eigentlich? Was ist das? Wie kann man das gestalten? Was hilft mir das? Was hilft das vielleicht auch einem Anwender am Ende vom Tag? Und seid neugierig. Wir werfen einen Blick gemeinsam auf die Informationsarchitektur Grundlagen. Mein Name ist Markus, ich bin heute euer Host und los geht's mit einer neuen Folge Nubo Radio. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloud-Worker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Ja, wie gesagt, heute werfen wir einen Blick auf die Informationsarchitektur Grundlagen. Vielleicht habt ihr die Aufgabe, eure Teamsseite oder auch euer Intranet umzugestalten. Das geht natürlich auch mit einer normalen Webseite und ihr benötigt eine Informationsarchitektur dafür. Also vielleicht wisst ihr noch gar nicht, dass ihr die benötigt oder euch mal Gedanken darüber machen solltet, aber was bedeutet das eigentlich? Wir haben gedacht, wir werfen euch dazu mal ein paar Grundlagen in den Raum und gucken einmal drauf. Also der Begriff der Informationsarchitektur beschreibt das Grundgerüst des digitalen Prozesses, also in unserem Fall einer Website. Wir befinden uns also ganz am Ursprung, ganz am Anfang und machen uns erstmal Gedanken, was für Daten wollen wir eigentlich darstellen. Wir sprechen nicht über das Wie, wir sprechen gerade nur über was und über welche Daten wollen wir darstellen und wie könnten diese strukturiert oder geclustert sein. Ganz wichtig, die Navigation leitet sich dann daraus her, gegebenenfalls, und auch der Seitenaufbau kann sich daraus ergeben. Wir sprechen aber mit der Informationsarchitektur nicht über Optik, über Layout oder über sonst irgendwas oder auch über das Thema Navigation. Die Informationsarchitektur ist also der Grundbaustein für eine erfolgreiche und zukunftsorientierte Site. Und gerade im Bereich der Homepages natürlich auch für die SEO-Optimierung ganz wichtig, für die Suchmaschinen ganz wichtig, im Bereich eures Intranets natürlich für die Auffindbarkeit für den Benutzer sehr, sehr wichtig und auch für die Benutzerführung. Also Inhalte sollten logisch geclustert sein, sodass man auch eine Spur erkennt. Also es geht jetzt nicht, dass, ich sage jetzt mal ganz blöd, der Speiseplan von Standort 1 hängt im Level 1a und der Standort von der Speiseplan von Level 2 hängt nicht unter Standorte, sondern im Impressum fest. Das ist jetzt mal ganz übertrieben gesagt. Also was bringt euch eine Informationsarchitektur? Was ist der Nutzen daraus? Ihr wollt eine Website erstellen und ihr habt keine Ahnung, wie ihr vorgehen sollt. Und holt euch einfach eine Agentur und schaut halt mal, ja, wie geht das denn eigentlich so? Und den Rest macht ihr schon später. Das funktioniert so, aber praktisch seid ihr die Herren über eure Daten und ihr wisst auch, auf was es in so einem Intranet zum Beispiel ankommt und was auch kein oder was für euch wichtig ist und was für eure Organisation wichtig ist. Ihr könnt das auch hinterfragen, zum Beispiel indem ihr ein Interview vorneweg schickt oder Interviews vorneweg schickt mit Benutzern des Intranets, Umfragen schaltet, mit reingeht. Wenn ihr da Unterstützung braucht, sprecht uns gerne an, info@nuboworkers.com oder auf Teams, mich zum Beispiel, markus.kawolek@nuboworkers.com, einfach hinzufügen, kurz anschreiben. Und dann können wir darüber sprechen. Alternativ gibt es natürlich auch auf der Homepage die Möglichkeit der Erstberatung oben rechts. Also halten wir die drei wichtigsten Faktoren oder den Nutzen der Informationsarchitektur fest. Euer Nutzer, euer Kunde findet sich schneller zurecht, da alles übersichtlicher strukturiert ist, einfacher, logischer geclustert. Zum Beispiel sind alle Bücher nach dem ABC geordnet und nach Kategorien und so weiter. Und gut zu erreichen. Am besten ist, dass man mit maximal 3 Klicks auf allen Unterseiten sich zurechtfindet und somit auch mit der Informationsarchitektur in eurem Auftritt euch die Gedanken darüber schon gemacht hat, dass das der Fall ist. Also wie gesagt, daraus leitet sich auch die Navigation so ein bisschen her. Die Informationsarchitektur sollte auch so konzipiert sein, dass jederzeit Änderungen, Anpassungen und Erweiterungen natürlich durchgeführt werden könnten und ohne dass das Grundgerüst komplett über den Haufen geworfen wird, weil das wissen wir auch, Veränderungen sind natürlich möglich,
Aber es ist im Nachgang eine Struktur komplett auf den Kopf zu stellen, ist immer eine schwierige Geschichte. Einmal für denjenigen, der es umbauen muss, als auch für denjenigen, der es konsumieren muss und der auf einmal vielleicht alles irgendwo anders wiederfindet. Beziehungsweise vielleicht ändern sich auch URLs dadurch. Durch das Erarbeiten der Informationsarchitektur besitzt ihr die Basis für euren Online-Auftritt. Dafür muss euch etwas Zeit, muss euch das Ganze schon wert sein, dieses Fundament zu gießen und zu definieren. Und umso einfacher das Ganze wird, desto einfacher wird halt später auch das Ergebnis strukturiert werden. Kommen wir zum Aufbau. Also, wie sieht so euer Fundament aus? Wie könnt ihr das erarbeiten? Also, man kann sehr, sehr schön, zum Beispiel mit Whiteboard, wenn euch das zur Verfügung steht, Microsoft Whiteboard, das geht natürlich auch andere Tools, ihr könnt einen Mindmanager benutzen, eine PowerPoint, ein Visio, was auch immer, also Hauptsache irgendwas, mit dem man eine Abhängigkeit vielleicht ein bisschen darstellen kann und so ein bisschen Hierarchie entwerfen. Genau, also wir haben uns für das Whiteboard entschieden in dem Fall und wir haben euch auf die Homepage auch mal ein Beispiel gepackt, wie das aussehen könnte, auch die Whiteboard-Folge nochmal quer verlinkt, da kann man auch nochmal reingucken, da gab es jetzt auch viele Neuerungen, haben wir euch bereits schon vorgestellt, da werft auf jeden Fall mal einen Blick rein, das kann ich euch nur empfehlen. Und wenn ihr das ausgestaltet, fangt einfach oben an, wo kommt der Benutzer an, was für Oberpunkte gibt es, was für Cluster sind dahinter, was für Ideen verstecken sich dahinter, was für Inhalte verstecken sich dahinter. Wichtig hier auch wieder, wir gehen nicht auf das Thema Navigation ein. Also es ist nicht, dass ihr jetzt zum Beispiel von einem Leistungsverzeichnis auf die Teamvorstellungen verlinkt oder dort den Link hinzufügt, dass man da hinspringt. Das ist ganz wichtig. Es geht darum, wo liegen die Informationen ab, welche Informationen lassen sich unter welchem Oberpunkt bündeln und clustern. Ne? Also ganz wichtig. Könnte im Falle eines Intranets auf Basis von SharePoint Online übrigens auch sein, dass das die Hub-Konstruktion wird. Nicht zwingend, aber könnte sein. Um auch längerfristig auf die funktionierende Webseite aufzubauen oder auf das funktionierende Intranet aufzubauen und zu nutzen zu können, sollten wir also drei Basispunkte definiert werden, bevor wir eigentlich an die Architektur gehen. Die drei Basispunkte sind Positionierung, Navigation, also wie und in welcher Reihenfolge möchten wir die Kategorien anzeigen. Wir haben die Zielgruppendefinition und wir haben natürlich Keywords jetzt in dem Falle für eine Website. Und darüber sollten wir uns halt auch einmal Gedanken machen. Die Sophie von Brühl hat auch einen sehr, sehr schönen Artikel dazu geschrieben zur Microsoft 365 Informationsarchitektur. Das Bild dazu von der Brühl Solutions findet ihr bei uns auf der Podcast-Seite in den Shownotes www.nuboworkers.com. Ist auch entsprechend nochmal verlinkt und zeigt auch nochmal auf, wie so eine Informationsarchitektur ganz grob für Microsoft 365 aussehen könnte. Ich habe es schon mehrfach angesprochen, das Thema Informationsarchitektur ist nicht zwingend gleich der Navigation zu setzen. Das kann die Basis sein oder das ist mit ziemlicher Sicherheit auch die Basis, aber es ist nicht es stellt nicht die Navigation dar. Das heißt, wenn ihr die Navigation darstellen wollt, auch nochmal, dann benutzt dafür gerne eine Kopie und zeigt an, wo bestehen Querverlinkungen und so weiter. Aber nehmt nicht die Informationsarchitektur 1:1 als Navigation da mit auf, weil wir haben Querverlinkungen, die wir dort einfach nicht abbilden, weil, wie gesagt, in der Informationsarchitektur geht es darum, den Datenablageort und die Daten zu clustern, einen Weg aufzuzeigen und nicht um eine Darstellung oder um eine Navigation. Heißt, eine gute Informationsarchitektur hilft uns, unsere Webseite zu clustern, unser Intranet zu clustern, die Oberpunkte zu bilden und darauf basierend dann Seitenaufbau, Seiteninhalt, Navigationsführung, Benutzerführung festzulegen und zu erarbeiten. Wenn ihr euch bei der Informationsarchitektur nicht ganz sicher seid, wo jetzt was hinkommt, was die Erwartung ist. Wie gesagt, greift auf die Hilfe von euren Nutzern zu, geht in die Umfragen, geht in Interviews mit den Fachbereichen rein, sprecht mit den Kollegen darüber, was erwarten sie wo, was sind die Cluster, die sie erwarten, welche Daten wollen sie sehen. Und geht da einfach ins Gespräch,
Schreibt das auf, haltet das fest. Das muss gar nicht, Informationsarchitektur hört sich furchtbar kompliziert an. Das kann ganz, ganz einfach sein. Das kann auch erstmal nur eine Mindmap mit 3 Leveln sein, wo unten drunter die Daten aufgezählt sind. Aber das wird euch helfen, eine Navigation herzuleiten, eine Struktur aufzubauen, eine Hubsite-Struktur zu verändern oder zu erschaffen und zu erstellen und damit in ein Gespräch zu gehen und auch zu identifizieren, wo kommen die Daten eigentlich her, die wir benötigen und wie können wir diese Daten jetzt aufbereiten und auf einer Seite darstellen. Wenn ihr Fragen zu dem kompletten Thema Informationsarchitektur, was ist das, wie kann man es aufbauen, wie kann man es erstellen, was bringt uns das, habt, dann meldet euch gerne bei uns, info@nuboworkers.com, Twitter, Instagram, LinkedIn, schreibt uns an, schreibt mir in Teams gerne auch. Wir freuen uns über jede eurer Nachrichten und immer schön dran denken, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik. Du möchtest noch einmal mehr Details zur Folge, willst uns eine Frage stellen oder aber einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen? Kein Problem, auf www.nuboworkers.com findest du Insights zu Nubo Radio, als auch unsere Kontaktdaten und die Social Media Plattform. Viel Spaß beim Klicken!